Wir sind auf der Zielgerade mit der Transparenzinitiative. Diese Woche hat der Nationalrat den indirekten Gegenvorschlag so angenommen mit diesen zwei wesentlichen Punkten für die Initianten, mit dem Kompromiss Offenlegung 15'000 Franken und Stichprobe halber Kontrolle. Wenn das so in die Schlussabstimmung kommt, ziehen wir die Initiative zurück. Im Moment haben wir immer noch Ja gesagt zur Initiative, bis es dann so weit ist. Ich habe eine Motion übernommen, die verlangt, dass Pestizide mit 7,7% besteuert werden. Es kann nicht sein, dass Pestizide mit 2,5%, also gleich wie die Lebensmittel, besteuert werden. Die Motion habe ich übernommen von Kathi Ricklin und wieder erwartet ist die gut geheissen worden und geht jetzt in den Ständerat. Bei der direkten Bundessteuer ist es immer noch so, dass Ehepaar oder Personen eingetragener Partnerschaft diskriminiert werden. Man hat verschiedene Vorstösse unternommen, um das zu beheben, leider bis jetzt ohne Erfolg. Im Parlament ist es so, dass die Individualbesteuerung sehr hoch im Kurs ist. Gerade diese Woche ist ein Vorstoss überwiesen worden, ohne die Unterstützung der EVP-Leute, die fordern, dass die Individualbesteuerung eben eingeführt wird. Um was geht es bei der Individualbesteuerung? Dort sollten die natürlichen Personen einzeln versteuert werden. Das kann aber zu neuen Diskriminierungen führen. Wir als EVP fordern eigentlich ein Vollsplitting, das heisst, das gesamte Einkommen bei einem Ehepaar oder eben einer alleinerziehenden Person wird durch zwei geteilt. Eine super News, gerade direkt aus dem Ständerat. Der Ständerat hat vorhin entschieden, dass der indirekte Gegenvorschlag zur Korrekturinitiative von ihm angenommen wird. Das heisst, keine Waffenausfuhr in Länder, wo Bürgerkrieg herrscht, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Der Bundesrat darf auch keine Ausnahmen sprechen. Jetzt geht das Geschäft in den Nationalrat. Schön, habt ihr reingeschaut. Wir freuen uns auf die zweite Sessionswoche.